Ja, hallo liebe Leute, ich glaube, hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal mit meinem Windläufermönch im Arati-Becken. Der ist momentan leider auch nicht so mega geared. Der ist nur 277 PvP-Item-Level. Der hat nämlich so gut wie nur PvE-Items, glaube ich, an, oder? Ein paar alte PvP-Items. Aber wir spielen hier mit Kiefers Himmelsgriff. Das heißt, wenn wir eine Tigerklaue einsetzen, dann haben wir den Crit-Buff. Wir spielen mit Einigkeit, sind nach wie vor Nightfay. Das heißt, wenn wir hier eine Nightfay-Fähigkeit benutzen, dann kriegen die Ziele einfach mehr Damage. Und wir spielen Schadensumkehr, Turbofäuste und Alpha-Tiger. Und jetzt schauen wir erstmal, ob ich es überhaupt noch schaffe, den Burst richtig anzubringen. Das werden wir gleich mal sehen, indem wir gleich mal da hinten irgendwo reinpushen. Und zwar am ehesten auf den Priester, würde ich fast sagen. Das heißt, wir gehen zum Priester, geben dem erstmal gleich mal ein Karma. Oder wir gehen einfach in alle DFCDs und dann debuffen wir den hier. Stunning hier alles, gehen für Big, Fury Fist. Fury Fist gehen raus, der erste ist schon mal tot. Den zweiten können wir auch gleich niederreißen. Geben dem hier noch einen Kick, der ist down. Könnt ihr mir Touch of Death drücken, aber unser Afli hat hier gerade geballert ohne Ende. Das war gar nicht mein Verdienst. Oh mein Gott, das ging ein bisschen zu weit. Das war gerade gar nicht unbedingt mein Verdienst. Ich habe 10.000 DPS gefahren, ich habe aber einen guten Triple Stun gelandet. Dadurch konnten sie halt dann nicht ganz so viel denyen. Aber dafür sind da drüben ziemlich viel los. Achso doch, ich hätte noch einen Gleiter gehabt. Nein, warum bin ich alles runter gerade? Das war sehr dumm. Sobald wir 2 Sekunden unseren CD ready haben, gehen wir hier einmal rüber und dann können wir hier schauen, ob wir bei der Schmiede auch noch ganz kurz helfen können. Damage haben wir auf jeden Fall parat und zwar für den Holy Paladin hier. Ich habe zwar keinen Stun, aber der wird hier eh schon cloned. Das heißt, wir gehen hier einfach nur rein und bauen ein bisschen Hit-Combo auf. Und dann machen wir hier Hardswap. Nein, machen wir keinen Hardswap. Der geht direkt in die Bubble rein. Der ist eh schon down. Seed ist auch down. Okay, hier ist schon vorbei, bevor ich überhaupt irgendwie mitspielen kann. Ansonsten wollen wir hier nicht unbedingt den Big Go machen, oder? Doch, wir machen Big Go auf ihn hier. Wir committen unsere CDs. Die buffen ihn mit 50% mehr Crit-Buff. Und dann können wir hier komplett reinballern. Und dann sollte der eigentlich instant down sein. Ich würde mal sagen, wir schauen auch noch, ob wir die Mine kriegen gerade. Weil wenn wir das schnell verschieben, dann können wir da vielleicht helfen. Wobei da verschieben gerade ein paar nach unten. Warlock hier ist hier gerade noch dabei. Schauen wir den kriegen. Nein, der dreht instant wieder um. Dann würde ich eher schauen, ob wir gerade die Mine kriegen könnten. Da deffen jetzt 3 Leute unten, 4 Leute eventuell. Wir springen mal von der Seite runter und nutzen hier einmal kurz unseren Gleiter. Einen Priester, Healer haben wir wenigstens auch mit dabei. Ich würde mal sagen, wir fokussieren einmal kurz den Warlock hier. Gehen da direkt rein, committen unsere CDs. Kiefers geht raus, Crit Debuff geht raus. Dann können wir wieder Huge Fury Fist. Schauen, dass wir gleich beide hitten können. Kriegen den einen gerade nicht. Gehen hier nochmal für Spinning Crane Kick. Damit wir hier komplett drüber fahren können und dann haben wir das hier auch down und können gleich die Mine auch noch mit einnehmen. Das läuft ja schon mal mehr als rund. Gerade ich muss mich nur an meinen neuen Opener gewöhnen, weil es ein bisschen anders, wenn man halt mit Kiefers spielt. Also mein Opener als Nightface im Endeffekt, ich open mit Faust des Weißen Tigers, dann habe ich direkt 3G, danach kommt direkt Fey-Linien stampfen, damit die Ziele 8% mehr Damage nehmen. Dann ziehen wir unsere Ads, gehen für den Stun, dann debuffen wir Tigerklaue, gehen für dritte aufgehende Sonne, dann Fury Fist und dann entweder hier wirbelnder Drachenschlag oder wir gehen hier für wirbelnder Kranichtritt. Je nachdem, ob wir gerade einen Brock dafür haben, ansonsten sieht es nämlich mager aus. Okay, Schmiede ist keiner weg gerade, da wird sogar schon getappt gerade und Hof sieht es auch nicht allzu gut aus, deswegen pushen wir lieber mal ganz kurz zurück, schauen, ob wir hier kurz helfen können. Da ist ein Magier, wobei der Magier gewinnt gegen den Schurken, sieht relativ gut aus gerade, ansonsten können wir hier openen, zack, einmal, zweimal, Leylinie, Stun geht raus, dann haben wir den Crit Debuff schon drauf, dann gehen wir für Fury Fist. Und dann können wir hier einmal durchspinnen und zack, down ist er. Wunderbar, dann haben wir sogar schon 5 Cap schon instant mitgenommen. Da ist ja mal ein kurzes Vergnügen hier mit dem Mönch gerade, wie es aussieht. Da vorne ist auf jeden Fall noch der Priester. Der Priester scheint auch Gruppenanführer zu sein, aber ganz so laufen tut es momentan gerade nicht bei ihnen. Da ist aber ein bisschen mehr los gerade an der guten, am guten alten Hof. Der Priester fällt hier aber schon langsam um. Wir können schauen, dass wir hier rein connecten können. Können den schon instant debuffen hier, weil dann können wir hier einfach Fury Fist kicken, nochmal gehen für den Spin. Und dann sollten wir den Nummer 1 eigentlich direkt down haben. Und damit können sie eigentlich eh schon nicht mehr viel machen. Der geht eben nochmal für den Rack. Wir werden hier einmal kurz gestunt. Das ist uns ziemlich egal. Können sie uns sonst einfach nochmal ein bisschen nebenbei healen. Wobei jetzt noch ein Heal-Mönch auch noch mit dabei. Könnte ich sogar noch mal für Karma gehen, nachdem er gerade Hardswap auf mich macht. Haben leider nicht das regenerierende Karma drinnen. Deswegen verlieren wir trotzdem HP. Können wir Last Stand gehen. Trinken das hier. Dann können wir einmal hier finishen. Switchen auf den guten Elish-Armee. Dann haben sie nochmal die Säge ganz kurz geklaut. Wir können den sonst auch alternativ ganz kurz slowen, damit er hier nicht wegkommt. Geht aber für Flashcraft drauf. Kann er natürlich im Laufen casten. Wegen Spirit Walker's Grace und Immun gegen CC ist er gerade auch. Das haben wir auch komplett vergessen. Aber sollten ihn trotzdem gleich down kriegen. Können nämlich hier sonst auch nochmal stunnen. Trinket er aber nochmal raus. Sollte ihm auch nichts mehr bringen. Da connecten wir direkt jetzt nach oben. Jetzt haben sie die zweite Base auch wieder. Okay, das ist nicht so gut. Schurke kommt Mine. Mine ist auch wieder weg.
Läuft nicht ganz so, wie es laufen sollte gerade für einen Instant Win. Da müssen wir noch ein bisschen üben gerade. Da haben wir einfach nur einen Tank Druid, der hier gerade oben am Deffen ist. Jetzt habe ich schon zu früh meinen Debuff rausgehauen. Das war gerade ein bisschen wasted. Ich sage ja, ich tue mir noch ein bisschen schwer, das ab und zu richtig rein zu koordinieren, sagen wir so. Weil mein Muscle Memory sagt halt immer was anderes, weil ich halt schon so lange Mönch spiele. Und das ist immer ein bisschen problematisch, wenn man da irgendwie andere Dinge schon gewöhnt ist. Können wir dem Touch geben, dann looten wir ihn natürlich auch, sonst geht er nämlich gleich nochmal rüber und will instant nochmal die Base hier antitappen. Einen Gleiter haben wir jetzt keinen, die haben aber wie gesagt die Base vorne nochmal geholt, deswegen versuchen wir nochmal nach vorne zu verschieben. Mich wundert es, dass der Schurki die Goldmine nicht einfach einnimmt, ne? Ich dachte, da geht ein Schurki Richtung Mine, was macht denn der bisher da unten? Ist der AFK gegangen, oder? Der wird doch realisieren, dass da keiner deft, selbst wenn er im Stealth ist. Irgendwann fängt man sowieso an zu tappen, oder nicht? Da vorne verliert ein Warlock gerade, oder? Nee, doch nicht. Der Warlock gewinnt sogar gegen den Magi hier einmal. Und dann soll es tatsächlich nochmal ein 5-Cap werden. Wobei, der reagiert hier tatsächlich nochmal. Kriegt auch nochmal den Anti-Tap hier. Das heißt, der Tank lebt hier nochmal und der andere müsste auch gleich nochmal spawnen hier. In der Zwischenzeit, Mine ist immer noch nichts passiert gerade. Das verwirrt mich irgendwie derbe gerade. Das verwirrt mich irgendwie derbe gerade, dass an der Mine einfach nichts passieren will. Gerade Fury Fist gehen raus. Dann schauen wir, dass wir den hier finishen können. Looten den hier gleich und dann sollten wir es aber hoffentlich haben, dass das hier ein schneller Win wird. Wobei die am Instant wieder respawnen. Wir können hier einen slowen. Der Tank ist aber schon wieder mit dabei und kann das, glaube ich, schon wieder halbwegs halten. Wir können uns hier einmal aus dem Freeze rausholen. Er blinkt weg von uns. Geht hier nochmal für seinen Rack. Können ihn hier aber drauf stunnen und dann schauen wir, ob wir ein bisschen Damage reinbringen. Nein, bringen wir nicht. Er geht tatsächlich für den Eisblock ganz kurz. Jetzt pusht der ganze Respawn von oben runter. Das ist nicht so geil, weil die killen gerade keinen da unseren Heiler. Ich will irgendwie gerade hier einen Port setzen und mir ganz kurz den Speed hier gönnen. Er blinkt erstmal gegen die Wand. Da können wir ihn aber komplett routen jetzt. Dann können wir hier für unseren Burst gehen. Gehen für unseren Burst, committen hier alles. Crit Debuff ist drauf. Und dann können wir schauen, ob wir den hier einfach instant down kriegen. Blinkt nochmal weg vom Finisher. Hat hier nochmal seine Disc auch rausgeschossen, nur die travelt nicht ganz so schnell, wie er das gehofft hat. Jetzt haben wir tatsächlich einfach den Hof verloren, okay? Das ist mysteriös gerade. Warum ist der Hof jetzt gone? Wir versuchen da hinten rein zu pushen. Big Go haben wir gerade keinen. Wir können aber hier reingehen und schauen, ob wir vielleicht den Pali finishen können. Der hatte viel Mana. Der sollte hier einmal drauf gehen. Der wird hier einmal reingenockt. Können wir den hier knocken, wenn er das castet? Nein, können wir tatsächlich nicht. Dann versuchen wir aber hier einmal kurz seinen Konvox zu stoppen. Und dann zerreißt den hier eh schon wieder. Die nächste Base ist auch noch gone. Jetzt war, glaube ich, war es finally mal die Mine. Versuchen zu dem hier zu connecten. Stunnen den hier einmal ganz kurz. Und dann geht er nochmal für Darkpacks, damit er nochmal ein bisschen überleben kann. Können wir finishen, bevor der Priester hier seine Heilung durchbringt. Slowen den Healer hier. Jetzt haben wir zumindest den Hof mal verteidigt. Aber die Base können wir nicht halten, wie es aussieht. Die sind alle nochmal hingespawnt gerade. Ich habe gerade keinen Go, dass ich hier einfach reinkleefen könnte. Wir gehen aber für den Paladin. Der Paladin hat am wenigsten Gear. Wir können hier alle Fury Fisten ganz kurz. Wobei da haben wir leider nur zwei Stück gerade erwischt. Können wir ein bisschen für einen AOE pushen, holen uns hier aus dem Freeze raus. Connecten aber für den Magier. Versuchen hier nochmal den Priester auch zu slowen. Der hielt hier mit Radiance raus, wie wahnsinnig. Gehen hier einmal für den Pin. Er knockt uns weg. Darauf können wir den Magier hier komplett slowen. Können den Magier vielleicht kicken. Nein, er fake castet uns. Geht hier selber einmal kurz für den Stealth. Leider habe ich gerade nichts, um den irgendwie aufzudecken. Und ich komme einfach nicht ran an den hier. Wir können hier aber einmal für unseren Counterplay gehen. Können hier einmal Karma kurz reinballern und dann schauen wir, ob wir hier mit Damage rein. Oh, er viert instant den Cast. Das ist sehr, sehr ungut gerade. Können hier aber nochmal Arcane kicken. Das heißt, er kommt gerade nicht gut weg von uns. Doch, er hat sogar nochmal seine Ability. Wird nochmal zurückgegrippt. Ne, er hat Time Warp benutzt hier. Das alles sehr, sehr ungut, Mann. Das ist alles sehr, sehr ungut, Mann. Der hat mich gerade hart ausgespielt. Muss ich ehrlich zugeben, Mann. Das muss ich ehrlich zugeben. Der hat nicht bad gespielt. Hat mich Backblink oben gesetzt. Also seine Zeitverschiebung. Und dann hat er halt quasi mit dem Night Fae nach vorne geblinkt, weil ich ihn auf Arcan gekickt habe. Wenn er auf Arcan gekickt ist, kann er nämlich nicht normalen Blink benutzen. Und ja, das war alles ein bisschen ungut. Jetzt schauen wir, ob wir das hier ganz fix einnehmen können. Wer ist mit uns dabei? Da ist ein anderer Windwalker noch mit am Start. Wir schauen mal, ob wir den hier kriegen. Ich bleibe hier einfach komplett in dieser Nische drinnen hängen. Der holt uns zumindest schon mal direkt in Fight. Ein Rogue ist mit dabei. Wir versuchen auf dem Rogue hier alles zu poppen. Debuffen den, Trinketen us, Full Stun von uns. Dann switchen wir ja Trinket raus. Wir können für Spinning Crane Kick gehen. Können ihn vielleicht finishen, können ihn gerade nicht finishen. Er geht hier für Cloak nochmal. Wir schauen, ob wir uns healen können. Er steppt uns hinterher. Wir schauen, ob wir uns hier irgendwo einen Port setzen können gerade. Und uns nochmal ein bisschen healen können. Können ihn vielleicht nochmal raus. Im letzten Moment kommt der andere nochmal ran, der Rogue komplett mad, jetzt Touch of Death geht raus vom anderen Mönch. Das war mal lucky, die klauen uns eine Base nach der anderen gerade. Die klauen uns eine Base nach der anderen, der Rogue ist keiner mad, glaube ich jetzt, der ist keiner mad.
dass ich da bei 1% dann oben gefallen bin, weil ich nochmal den Ring gestellt habe und in dem Moment connected der DC Priest an mich. Das war sehr, sehr ungut. So, der Magier ist wieder mit dabei, will den Hunter-Jammer schieben, kriegt einen Kick, kriegt Mindgames. Das heißt, selbst wenn er sich hielt, ist er einfach tot und das reißt ihn schon am Explosive Shot komplett. Dann schauen wir, ob wir hier vorne gleich wieder für den Hof pushen können. Da ist nur der Warlock gerade am Start und der Warlock rasiert rein ohne Ende. Wie gesagt, Warlock momentan stärkste Zerg-Klasse, die es überhaupt gibt in-game. Und da natürlich sehr, sehr stark mit am Start. Priester ist mit dabei bei uns. Wir schauen, ob wir hier ein bisschen weiter reingehen können in den kompletten Cluster. Ja, das will ich gerade irgendwie feiern. Nein, der Rogue stunt uns. Ich wollte alles stunnen. Ah, ich wollte gerade Big Away Go machen einfach. Aber der Rogue hat uns gerade nochmal einen Cheap Shot gegeben. Und dadurch sind wir halt 2 Sekunden gestunt. Ich sind noch 40 Sekunden auf die Insignie. Da können wir uns leider nicht gegen wehren. Ich dachte, ich kann damit Bersi einfach komplett ausrasten, weil die hatten halt, oder zumindest der Schurke selber hat ja auch keine Insignie gehabt. Aber ich wollte zu viel. Hätte ich früher gestunt, glaube ich, hätte ich überlebt. Aber da wir so spät gestunt haben, natürlich nicht, weil der Priester, der hat sogar ein bisschen länger überlebt gerade. Sollen wir jetzt eher für die Richtung Mine gehen? Denn Richtung Mine pusht gerade ein Healer und 2 DKs runter. Und eventuell auch noch der Rogue. Und okay, da geht gerade ziemlich viel runter. Den Hof kriege ich halt nicht, das kannst du komplett vergessen. Wir können uns aber hier vielleicht einen Port setzen einmal. Falls er uns knocken will, können wir uns nämlich einfach backporten. Und dann können wir ihn hier stunnen, können unsere kompletten CDs committen. Schauen, dass wir hier Fury Fist reingehen. Und dann ist der Priester hier einmal dabei. Wir können schon aber den Priester runternocken können, damit er vielleicht nicht von drüben healen kann. Aber das geht sich gerade nicht aus. Wir gehen hier einmal von Magie-Diffusion, kicken hier einmal seine Lava-Eruption, kippen hier drauf Lasso, wird nochmal gekickt. Der Priester hielt von unten immer noch ein bisschen rein. Der Vari kommt hier einmal mit dazu. Wir können sonst schauen, dass wir hier für den Spin einmal gehen. Fury Fist gehen raus. Wir trinketten direkt seinen zweiten Stun. Der Priester hielt immer noch rein wie wahnsinnig. Pinnen ihn hier kurz. Das Static Field Totem. Das versuchen wir so schnell es geht irgendwie zu killen gerade. Dann geben wir ihm hier einmal Karma. Und schauen, ob wir den hier eventuell noch down kriegen. Jetzt gerade mein Brock ausgelaufen. Das ist sehr, sehr ungut. Stormkeeper können wir einmal stoppen. Ich habe gerade keinen Pin für den Priester drüben. Wir können ihn aber bald wieder knocken. Aber Pain Suppression geht raus und alles. Lasso geht nochmal raus. Da sterben wir leider. Da können wir nichts mehr machen. Da war ein Priester, ein Afli-Log und ein Elish haben wir auf uns. Bisschen ungut gerade, dass ich den Pin zu früh benutzt hätte. Sonst hätte ich den Priester, glaube ich, den Shami eventuell finishen können. Aber wenn der Priester die ganze Zeit reinhält, natürlich ein bisschen schwieriger. Ich glaube, der bessere Play für meine BGs mit dem Mönch wären gerade gutes Karma, einfach weil ich mich in 1v1-Situationen nochmal gegenhealen kann. Ansonsten habe ich nämlich nur Schadensumkehr als Heilung. Wobei in Dragonflight mit Pre-Patch haben wir dann sogar relativ viel Heilung als Windwalker, wo wir dann wieder geilere 1v1s und so weiter machen können, so wie es in Legion zum Beispiel auch war. Da war er nämlich auch sehr, sehr stark, was das angeht. Ist hier nochmal der Ding mit dabei? Nein, einen Priester sehe ich gerade nicht. Der Shami versucht ja einmal weg zu pushen oder will hier irgendwie für Blaze gehen. Wir können ihn vielleicht pinnen, damit er nicht Begleiter runter kann. Dann können wir hier komplett reingehen, können ihn nochmal starten, wird wahrscheinlich ein Knockback werden, bringt ihm auch nichts, wir stehen direkt vor ihm, dann looten wir ihn, damit er hier nicht nochmal aufstehen kann. So, der Warlock pusht direkt weg von der Base, das ist mysteriös, wir können schauen, ob wir den Rogue kriegen den Rogue tatsächlich mit unserer Nightfae-Ability direkt aufgedeckt, da kann er nicht viel dagegen tun und dann können wir ihn hier eigentlich eh schon instant finishen, da kann er sich nicht gegen wehren, wenn er kein Evasion und nichts ab hat. Versuchen nochmal den hier rauszunehmen, aber können wir gerade nicht gut, der 4 nochmal, ich hatte gerade keinen Pin, der ist jetzt erst bereit geworden, das ist sehr, sehr unlucky, kicken hier nochmal Sühne, weil wenn er Sühne kicken, dann kann er nicht Radiance casten und Radiance ist im Endeffekt der Instant Heal, der eigentlich ja den ganzen Raid toppen kann, mehr oder weniger. Das macht wirklich verdammt viel aus. Aber damit haben wir die Base ja auch schon wieder zurück. Was haben sie jetzt nur noch? Sie haben nur noch den Stall wieder. Alles andere haben wir mittlerweile wieder zurückgeholt. Also definitiv sind wir nicht schlecht unterwegs. Der Afli-Log will uns hier nochmal. Wir können uns hier einmal rausholen. Versuchen ihn hier einmal zu slowen. Setzen uns hier einfach zur Sicherheit einen Port. Er wollte mich hier einmal Fake casten. Das hat nicht ganz funktioniert. Dann gehen wir hier für Fury Fist. Er geht für den Last Stand. Geht für Caster Trinket. Ist aber schon down. Das sind ein bisschen zu viele Leute von uns gerade. Da kann er sich nicht lange gegenhalten. Jetzt haben sie uns die Mine wieder geklaut. Ich glaube, der Ding ist nochmal gespawnt. Der Rogue, oder? Ne, der Shami einfach. Der Shami ist zu seiner Leiche gelaufen nochmal. Der ist ja mal richtig dreist. Aber ich glaube, da gehen genug runter. Ich glaube, da können wir uns gar nicht mehr wirklich gegen wehren gerade. Der Priester versucht hier nochmal kurz gegen zu healen. Schauen, ob er kickt wird. Wird leider nicht kickt. Wir schauen, ob wir da noch irgendwie rankommen gerade, damit wir vielleicht nochmal den Priester down kriegen. Jetzt tappen sie uns tatsächlich nochmal die ganzen Basen weg. Die buffen ihn hier. Schauen, dass wir in 3 Sekunden unseren Go anbringen können. 2 Sekunden, 1 Sekunde können ihn jetzt voll stunnen und dann können wir den hier ganz fix deleten.
damit der hier wieder weg ist. Und ich hoffe, der Shabby läuft nicht wieder zu seiner Leiche, sonst ist nämlich die Base gleich wieder gone. Außer der Druide geht ihn jetzt looten, aber BG ist schon vorbei. Das habe ich auch noch nicht gesehen, Alter, in einem normalen BG, dass die Leute sowas machen. Aber BG ist schon vorbei. Sehr, sehr lustige Runde mit dem Windwalker-Bonk auf jeden Fall. 14 Kills haben wir gemacht, 70 Ehren auf die Siege, zweimal sind wir draufgegangen. 2 Millionen Damage dann, natürlich nicht allzu viel, aber mehr kann es nicht unbedingt erwarten von meinem Gear gerade. Schauen wir, wo der andere Mönch war. Ich glaube, der andere Mönch ist sogar unter uns. Gibt's das? Hat wir nicht noch einen Mönch? Ne, das ist ein Nebelwirker. Bin ich gerade... da ist er. Okay, der ist nur minimal vor mir. Okay, dann hat der wahrscheinlich auch nicht viel mehr Gear. 667.000 Healing dann. Wir können mal schauen, was so die Biggest Hits waren ganz kurz, wenn wir hier reinschauen. Fury Fist, ticken für 6.000, 12.000 kritisch. Wenn wir den Debuff natürlich abhaben, Crit ist eh so gut wie immer. 18.000 der Crit. Rising Sun Kick und dann natürlich der Wilhelm, der Kranich dreht, der ballert auch gut rein. 6.000 da jetzt und die kommen halt so derart schnell. Das ballert dann richtig. Bloß von der Damage von den Ads sind da auch nochmal 5.000er Ticks. Das ist natürlich sehr, sehr solide. Alles in allem, sehr nice BG. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, ein Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks folgen. Alle Links mit unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.